Das Dezember-Gewinnspiel ist am Start und ich verlose eine PS5. Das Gewinnspiel findest du im ersten Link in der Videobeschreibung. In jedem Video ist ein Code versteckt, der dir noch einmal 10 extra Teilnahmen ermöglicht. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fetzig. Tag 2 des Adventskalenders steht vor der Tür und heute haben wir drin Chiliflocken von Ankerkraut natürlich wieder am Start. Chiliflocken machen wir heute asiatische Putenspieße mit Ananas. Was wir dazu vorerst brauchen, Freunde, ist Sojasauce, ganz wichtig, Pflaumenwein, ganz wichtig, Pute, natürlich die Chiliflocken und noch ein paar kleinere Gewürze wie Salz, Curry. Ich habe jetzt nicht Curry Madras, sondern Curry Indisch von Ankerkraut am Start. Auch schon fast leer, muss ich mal neu bestellen. Bisschen Zucker und bisschen Salz. Legen wir los. Erstmal schneiden wir die Pute. Wir müssen das Ganze nämlich gleich erstmal marinieren. Deswegen habe ich hier auch schon die Butterbrotdose legen, weil das da schön reinkommt. So, jetzt das Fleisch in der Dose. So, Freunde, wenn das Fleisch hier drin ist, müssen wir jetzt die Sojasauce nehmen. Ungefähr 3 Teelöffel oder Esslöffel. Esslöffel, da können wir noch ein bisschen. Zack. Dann den Pflaumenwein zu gleichen Teilen. So. Was ich mit dem Rest mache, keine Ahnung, ich mag das Zeug nicht. Beziehungsweise ich trinke ja keinen Alkohol, vielleicht mag ich den sogar. Oh, mein Schrank ist die ganze Zeit offen. Vielleicht mag ich den sogar, aber ja, ich weiß es halt einfach nicht. Und den Chiliflocken nur ein halber Teelöffel, gar nicht so viel. So, das passt. Dann ein bisschen Salz. Ein Teelöffel Zucker ungefähr. So. Das auch. Und Curry. Auch ungefähr ein halber Teelöffel. Also auch gar nicht so viel. Zack, haben wir. Dann machen wir zu. Merken, dass das Ding gar nicht dicht ist, muss ich mal kurz über dem Waschbecken schütteln. Weil sonst versaue ich mir hier die ganze Küche. Wusste ich nicht, dass die Dose nicht dicht ist, Freunde. So, dann habe ich es geschüttet, packe ich in den Kühlschrank für 4 Stunden ungefähr. Wir sehen uns dann später wieder. Freunde, ein paar Stunden sind mittlerweile vergangen, wie das Fleisch ist mariniert, passt. Jetzt kommen wir zu Ananas. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Ananas geschält. Ich habe aber gelesen, man muss erst den Strunk hier abschneiden. Was gar nicht so einfach ist. Ich hänge schon drin, aber... Das ist schon abgeschnitten. Okay. Dann muss man hier unten abschneiden. Ein Stück. Deutlich einfacher, so gefühlt. Okay, das hätten wir. Die beiden Teile kann man dann schon mal wegschmeißen. Die Ananas kommt übrigens aus Costa Rica, habe ich gerade gelesen. So, dann möglichst wenig wegschneiden.
Wie schmeckt Ananas überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ich probiere gleich mal ein Stück hier. Hier so ein kleines. Also, die ist sehr, sehr süß. Freunde, Ananas geschnitten, Zeit für eine kleine Spezi-Folge. Spezi immer noch leider nicht mein Hauptsponsor. Oder überhaupt Sponsor oder überhaupt mal dran gedacht, eine Nachricht zu schicken. Von daher, wir machen jetzt schon mal den Reis fertig. Beziehungsweise den Reis in einen Topf und so weiter. Heute wieder Kochbeutelreis, wie schon gestern. Und vielleicht. Nee, morgen gibt es das gleich alles. Ich habe hier in der Schublade noch die schönen Schaschlik-Spieße gefunden, Freunde, die auch schon gefühlt 250 Jahre alt sind. Wahrscheinlich sind die sogar noch hier. Ich habe ja hier vorher mit der ganzen Familie gewohnt, also Mutter und so haben wir auch gewohnt. Mutter hört sich das komisch an. Und dementsprechend haben hier halt einfach alle gewohnt und ich glaube, die sind immer noch von da in der Schublade. Auch wenn wir eine andere Küche seitdem haben, also, aber bestimmt hatte die hier gelassen und wir haben die dann einfach in die Schublade gepackt oder so. So, dann haben wir 6 Schaschlik-Spieße, die wir brauchen. Backofen wird gerade vorgeheizt, richtiges Kochfeld angemacht. Let's go, dann nehmen wir immer ein Fleisch. So, Freunde, jetzt immer ein Stück Fleisch, gefolgt vom ein Stück Ananas. Freunde, jetzt kommt der ganze Spaß für 15 Minuten in den Backofen. Zwischendrin werden wir nochmal Marinade drüber gießen dürfen. Okay, Google, stelle einen Timer 15 Minuten. So, Timer ist an. Wir sehen uns dann gleich wieder, Freunde. Bis gleich. Freunde, willkommen zurück. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber ich gieße jetzt hier einmal die Marinade drüber. Dann gehen die für die restliche Zeit wieder in den Backofen. So,
kleines bisschen ist übrig geblieben. Aber jetzt gehen die nochmal für die Restzeit in den Backofen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn sie fertig sind. So sah das fertige Essen dann aus. Sowohl meine Schwester als auch ich haben dem Essen eine 8 von 10 gegeben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Und schaut auch gerne bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dahin, haut rein. Ciao!